Dann kommen wir zum dritten Vortrag in dieser Runde in der Session auch der letzte Vortrag schon. Hier geht es um Projektionen und ihre automatische Erkennung. Sicherlich kein ganz einfaches Thema. Ich kenne das aus der Praxis. Leute kommen mit Koordinaten und sagen, und dann fragt man ja, wo hast du die denn her und was ist denn das? Da kommt dann nur noch das Fragezeichen und man muss dann irgendwie raten. Also ich bin gespannt, ob es da neue Lösungen gibt. Danke, ja. Bitte. Also, guten Tag. Ich bin der Manfred Ecker, komme aus Innsbruck und arbeite bei der Wildbach- und Lawinenverbauung und habe in der Freizeit eben ein Tool entwickelt, das eben diese gerade geschilderte Problematik etwas erleichtern oder verbessern soll oder lösen soll. Also der Titel ist eben automatische Erkennung der Projektion von Geodaten unter Verwendung freier Geodaten und offener GIS-Services im Internet. Also zuerst zum Inhalt. Zuerst gehen wir allgemein auf das Thema GIS und Projektionen, was vermutlich allgemein bekannt ist, ein und auch wie diese Idee entstanden ist. Dann werde ich eben anhand eines Fallbeispiels, da habe ich ein Programm entwickelt, Shapefile Projection Finder, einfach einen Lösungsansatz präsentieren. Danach kurz auf die technische Umsetzung eingehen. Dann Vorteile und immer noch Nachteile besprechen. Und dann auch noch eine kurze Zusammenfassung und einen Ausblick. Dann fangen wir an. Also der erste Punkt ist eben Projektionen und Geodaten. Man sieht eher ein Bild, das ist so ein klassisches Thema, wo einfach man kriegt einen Datensatz, der einfach falsch liegt in der Karte. Also die Idee entstand eigentlich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Tirol, wo wir eigentlich nur für Österreich eine Länderlösung entwickelt haben, wo ich die Bezirke von Österreich in 10 verschiedene Koordinatensysteme umprojiziert habe. Und dann habe ich beobachtet, dass eigentlich auf Gemeindeebene immer nur der Datensatz, der Gesuchte, immer nur auf einen Bezirk zutrifft. Und dann haben wir da eine kleine Lösung entwickelt, die auch in Österreich in Produktion ist. Also so eine kleine Standalone-Applikation. Und das hat mich jetzt so fasziniert, dass man da auch schon Ferialpraktikanten, die teilweise mit GIS noch nie was zu tun gehabt haben, plötzlich Projektionen oder Koordinatensysteme zuweisen können, ohne, also sie müssen ja wissen, wo sie arbeiten, in welchem Bezirk, das eigentlich unter Shapefile auswählen. Also das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich zu Hause begonnen, mir Gedanken zu machen, kann man eigentlich das auch weltweit lösen? Also wirklich alle registrierten EPSG-Codes da irgendwie einzubauen. Und da habe ich halt überlegt und habe eben dann diesen Shapefile Projection Finder als Lösungsvorschlag entwickelt. Nur mal kurz allgemein, Geodaten haben eben unterschiedliche Koordinatensysteme und den Geodatensatz muss bekannt sein, welches Koordinatensystem er hat, damit sie dann mit dieser klassischen On-the-Fly-Transformation richtig übereinander liegen. Also wenn man ein kartografisches Produkt erstellt, hat man da immer wieder Probleme. Dann kriegt man eben die Daten von unterschiedlichen Lieferanten, zum Beispiel die EU, Land Tirol oder GPS-Daten. Und da ist eben das Problem, dass es immer wieder nicht ganz stimmt, dass man ein falsches PRJ-File dranhängt oder gar keins oder CAD-Daten, die einfach überhaupt in der Luft liegen. Und das Problem ist da, man braucht halt sofort einen GIS-Experten, so wie uns, also wo man sich das genau anschaut, da ist er nicht immer gleich verfügbar, man muss anrufen, man hat manchmal Zeitdruck. Und da habe ich eben da mit dem ein bisschen etwas gefasst. Dann präsentiere ich einmal diesen Lösungsansatz, den ich so aufgesetzt habe. Also jeder Ort auf der Welt hat einen Namen und auch eine eindeutige geografische Koordinate. Das ist so mal eine Grundregel. Die GIS-Daten können aber in verschiedenen Koordinaten vorliegen. Also Gauss-Krüger, UTM, Lambert-Koordinaten, wie auch immer. Da gibt es ja in dieser EPSG-Code-Liste ja sehr viele. Und durch die Kombination vom Namen bzw. geografische Koordinate kann man durchaus diese Zuordnung sehr automatisiert durchführen, ohne dass man sehr viel Fachkenntnis im Bereich Koordinatensysteme hat, im klassischen Fall. Ich habe ihn da durchaus darauf hingewiesen, fast. Ja. Ich habe eben diese Grundregel bei diesem Lösungsvorschlag, den ich jetzt gleich präsentiere, ist, je näher die geografische Koordinate bei der projizierten Koordinate des Shapefiles oder auch anderer Geodatensatz natürlich liegt,
desto eindeutiger kann die Projektion durch einen niedrigen Distanzwert erkannt werden. Das werde ich jetzt kurz, so, das ist einmal diese Oberfläche, die ich da programmiert habe zu Hause. Also es gibt eben die projizierte Koordinate. In dem Fall ist jetzt bei der Version, dass man einfach ein Shapefile auswählt über einen File-Dialog. Und dann bekommt man eben den Mittelpunkt, also XY, das ist jetzt wirklich, man soll wirklich ganz neutral hingehen, das ist irgendeine Koordinate, also nicht welche Projektion, das ist einfach nur das, was gespeichert ist. Also eigentlich geht man davon aus, dass es ein dummes Shapefile ist. Oder, ja. Dann hat man jetzt einen Ort in der Nähe, das ist, habe ich da irgendeinen Ort in Tirol genommen. Und da ist wichtig, dass es eben möglichst nah beieinander ist, dass man einen eindeutigen Distanzwert erhält. Der ist eben der Name und die geografische Koordinate ist eben eindeutig. Und das habe ich da grafisch versucht darzustellen. Das ist eben dieser Ort mit dieser geografischen Koordinate, die eindeutig ist. Und das ist jetzt die projizierte Koordinate, die eben möglichst nah liegt. Und dann kann man eben Projektionen suchen, wo ich in dem Fall einen Testservice von einem Amerikaner nutze. Das ist der Herr Aaron Wackicott, der so einen Webservice testweise als Open Source Projekt aufgesetzt hat. Und da greife ich über so Requests einfach zu. Und der liefert dann als JSON-Datei einfach eine Liste von, da schlägt einfach ein paar Projektionen vor. Und man sieht eben da, dass das eben, man weiß ja, dass es sehr nah beieinander ist. Also, das ist ja diese zwei Punkte, eben 800 Meter. Und die anderen haben wirklich große Abstände. Und wenn man wirklich weiß, wo man arbeitet, kann man sich einfach sehr gut herantasten. Und erstellt dann einfach, also ich habe das jetzt so gemacht, Kopien des Shapefiles, wo davor einfach der IPSG-Code steht, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Ja, also das wäre so, also ja, das wäre mal so grafisch. Dann werde ich es jetzt kurz an einem Fallbeispiel vorführen. Das ist eben so ein Java Standalone. Also ich wähle jetzt ein Shapefile aus. Ich habe das auch Gemeinde Unknown BRJ genannt. Der ladet jetzt eben dieses Shapefile, den Extent und das Zentrum. Ah, schon da, okay. Ich tue jetzt praktisch das Bild vorher noch simulieren, also dieses Fallbeispiel Hügner in Tirol. Dann schreibe ich einfach einen Ort, das ist eben diese Hügner, und suche die bei der Datenbank GeoNames im Internet. Dann schlägt er eh schon eine geografische Koordinate vor, die eben da sehr nah ist. Dann kann man eben Projektionen sich vorschlagen lassen. Und da hat man eh schon einen Wert, wo man halt, also wenn man weiß, wo man arbeitet, 150 Kilometer ist einfach das nicht auseinander. Das muss man doch wissen, wo man arbeitet und wie nah also diese zwei Punkte auf der Erdoberfläche sind. Und dann kann man sich eine Kopie erstellen lassen. Genau, und dann. Das ist eben genau dieser Fall vorher von dieser Gemeinde in der Tiroler Gemeinde in der Steiermark. Das ist eben bei einer Lieferung immer öfter so. Und dann kann man hier sollte eine Kopie vorhanden sein, ja genau. Das ist immer eine Shape-Datei. Mit dem EPSG-Code, der eben da zugetroffen hat, kann man das öffnen. Und das liegt jetzt eben dort, wo es auch sein soll.
Also das, man erspart sich halt auch, also ich habe in der Praxis bei der WIPA-Verbrauchung gemerkt, dass die Leute nicht jeden Tag mit GIS arbeiten. Sie brauchen es nur einmal im Monat oder zweimal und dann müssen sie sich halt ärgern, wo kann man überhaupt ein paar J-Datei zuweisen? Und das ist eigentlich damit eigentlich schon deutlich erleichtert. Also das liegt jetzt eben richtig, die Kopie. Ja. Okay. Okay, kurz auf die technische Umsetzung ein. Ich habe eben zum Testen habe ich eben profinder.com genutzt. Das ist einfach ein Service im Internet, wo man mit eben der projizierten Koordinate und der geografischen eine Quest stellt und als Response eben eine Liste von Projektionen erhält. Dann den Java-Client für Geonames, wo ich die geografische Koordinate abfrage. Dann bei Special Reference hole ich mir den well-known Text für das BAJ-File vom Shade-File. Dann Java und NetBeans habe ich benutzt und Geotools, um die Shade-File auszuwerten, vor allem den Extent und den Mittelpunkt. Dann gehe ich auf die Vor- und Nachteile dieses Versuchs ein. Also Vorteile habe ich eben beobachtet, dass wirklich GIS-Anwender, also keine Fach-GIS-Anwender, sondern wirklich Leute, die sich nicht so gut da auskennen, da eine deutliche Arbeitserleichterung verspüren. Und auch völlig fachfremde GIS-Anwender sind sehr rasch eingeschult, was das Thema Projektionen betrifft. Ich habe bemerkt, dass ich weniger Supportaufwand habe. Und auch ist das, also das sind, bei der WIPA-Verbrauchung sind sehr viele Leute, die mit CAD arbeiten. Ich habe bemerkt, dass es wirklich auch GIS vermehrt akzeptiert worden ist. Also, weil es ist immer ein gewisser Glaubenskrieg, wie man das sagt, und das hat es wirklich gelegt. Also nicht nur das, aber man hat gemerkt, okay, das geht doch. Ja. Und man hat natürlich weniger Korrespondenzen mit den Lieferanten. Aber es gibt trotzdem noch gewisse Nachteile. Dieser Ansatz funktioniert eben nur für projizierte Koordinaten. Also es gibt ja sehr viele, also Ellipsoide, wo diese geografischen Koordinaten sehr nahe beieinander liegen. Dort wird es nicht wirklich funktionieren. Also das ist wirklich für projizierte Koordinaten wie Lambert-Projektion, transversale Mercator-Projektion. Also ja, also für die funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann gibt es auch ein bisschen einen kleinen Problembereich. Es gibt Koordinatensysteme, die eben auf unterschiedlichen Referenz-Ellipsoiden basieren, zum Beispiel UTM. Da gibt es immer noch WGS84 und von der Europäischen Union ETRS89. Und da gibt es natürlich dann doch kleine Abweichungen. Und ich habe das jetzt pragmatisch gelöst. Meistens sind es 2 bis 3, die das so sehr ähnliche Distanzwerte haben. Ich mache einfach 2, 3 Kopien, lade mir es ins GIS-Projekt und sage dann, okay, das ist jetzt richtig, einfach durch eine visuelle Prüfung. Das ist jetzt einfach für mich jetzt eine pragmatische Lösung. Bei den geografischen Koordinaten sind es mehrere hundert. Das funktioniert dann da nicht mehr. Also, aber da ist es nicht so schlecht. Also das kann man schon mit A-Data kann man das schon machen. Aber es gibt eben, diese Custom-Projektionen sind doch so ein Thema, wo man dann doch Spezialisten braucht. Man kriegt dann immer wieder so spezielle Sachen, wo man sich nicht auskennt und da muss man immer noch so Leute wie uns einfach konsultieren. Und natürlich gibt es ja Fehler bei der Datenerfassung. Ich habe mal einen Support-Anfrage gehabt, da hat das Tool eben nicht funktioniert bei der WLV, und weil einfach diese Bildkoordinaten erfasst worden ist. Also das ist halt dann, das muss man halt dann wirklich verschieben oder neu einpassen. Das, ja. Also es gibt durchaus noch, ganz perfekt gelöst ist es nicht mehr. Dann komme ich zum Schluss, Zusammenfassung und Ausblick. Beobachtet ist eben worden eine deutliche Erleichterung der Alltagsarbeit mit GIS. Trotzdem sind GIS-Fachkenntnisse in dem Bereich weiterhin nötig. Dann würde ich vorschlagen, dieses oder anregen, ich kann das nicht bewirken, dieses profinder.com wirklich auch in Special Reference zu irgendwie zu integrieren mit einem Webservice. Und
Allgemein wäre es natürlich besser, vorhandene Standards zu nutzen, um allgemein diese Probleme etwas zu reduzieren, was aber vor allem bei Vektordaten noch nicht so richtig funktioniert. Gut, und nach der FOSS4G in Bonn möchte ich auch diesen Shapefile Projection Finder über meine Webseite dann als freien Download einmal zur Verfügung stellen. Also ja, da werde ich auch noch diese Veranstaltung abwarten in Bonn. Gut, danke schön. Ja, vielen Dank für den Vortrag, für ein Problem, das in der Praxis tatsächlich auftaucht. Frage, ist also, es ein Deutschlander Thema? Oder ist es? Auf jeden Fall, ist eigentlich bei allen Anwendern, die nicht den Hintergrund haben, immer ein Thema. Ja? Ja. Also Transformationen auch, ja? Dass man verschiedene Software hat, die Transformationen macht und niemand weiß, welche Parameter wurden nun verwendet oder welche Software hat das denn nun eigentlich gemacht. Ja. Da geht einer raus mit einem GPS, das macht die Transformation nach Gauss-Krüger. Das ist leider was anderes als das, was im GIS verwendet wird und dann passt schon alles nicht zusammen. Ne? Mhm. Also das sind so Sachen, aber da stimmt es dann eben nur um kleine Beträge nicht. Da muss man programmatisch arbeiten. Ja? Also da kommt man wahrscheinlich mit dem Ansatz nicht unbedingt weiter. Ja, das ist das. Also sind da Probleme standen noch vor. Genau. Sind da Fragen zu noch zu dem Projekt oder Anregungen? Ja. Es wäre ein großartiges Kubus-Plugin. Ja, ich habe es halt mit Java entwickelt. Mhm. Da habe ich ja, das ist sicher ein Thema. Also gibt es ein anderes Open Source, das heißt OpenJumpGIS, das mit Java arbeitet. Da ist er neulingend, aber natürlich kann das auch jeder selbst weiterentwickeln. Und es ist die Programmiersprache oder das GIS-Programm selbst ist ja da schlussendlich unabhängig von dieser Idee. Vielleicht nochmal in Python machen. Kann man auch. Also ich habe da wenig Zeit zu Hause, aber es ist ja alles Freizeit. Aber natürlich ja, aber kann man das Prinzip steht. Das Prinzip ist eigentlich allgemein gültig. Welches geodätische Referenzsystem verwendet das amerikanische Dienst? Die Frage war, welches Referenzsystem, der amerikanische Dienst? Referenzsystem, weil mein Verständnis war ja so, dass sozusagen multiple Projektionen sozusagen bezogen auf ein bestimmtes geodätisches Referenzsystem verwendet werden. Ich kann kurz die Webseite herzeigen von dem Herrn. Ich glaube, der verwendet, glaube ich, WGS84. Ja, durch das mit dem European Reference System gibt es dann schon Spannungen wieder. Ja, da muss man ihn dann pragmatisch beide auswählen und sagen, okay, das ist ein bisschen holprig. Aber innerhalb von immer von Deutschland zum Beispiel oder Österreich mit MGI funktioniert es ganz gut. Ich bearbeite jetzt relativ viel Daten im alten österreichischen Kataster beim Datensystem St. Stephan. Ist das bei der Lüttburg-Verbrauch ein Thema? Ja, ich schon. Ich arbeite jetzt für den Flussbau. Aha. Also es ist verheerend oder fantastisch oder verheerend, um zu sagen, wie viele Planunterlagen es gibt in dem Katasterkoordinatensystem und da haben wir überhaupt der Google. Das war es. Das ist also da geht man davon aus, dass die Erde eine Ebene ist. Naja, es ist sowieso nicht Google, ne? Damit bin ich überhaupt vom Gebiet. Ja, es ist jetzt Grenze gibt es so wieder ein bisschen weit weg. 19. Jahrhundert. Also die Anmerkung, Feststellung war, dass hier in Österreich in der Praxis alte Koordinatensysteme auftauchen und das doch gängige Praxis ist. Ja. Wie gesagt, gewisse Einschränkungen gibt es, aber der Standardfall ist durchaus. Also ich kenne das durchaus auch, dass diese Transformation, wenn die nicht stimmt, dann das Datum stimmt nicht. Das ist für den Laien, was da weiß er nicht, was da falsch sein könnte. Ja. Man kennt das dann, ja, wenn das dann die 70 Meter off sind, dann weiß man, ah ja, das stimmt hier auf. Ja, da könnte man natürlich probieren. Ja. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass man es sind ja immer 70 Meter zum Beispiel bei einer gewissen. Genau, also man könnte natürlich die Transformationen eben rechnen und dann gucken, ob es besser passt. Wenn das immer ähnlicher Abstand ist, das war nur vielleicht eine Ausbaustufe, ja, weil ich habe es noch nicht probiert, ich habe also wenig Zeit. Bin ich da neulich auch im Webdienst drauf gestoßen, offizieller Webdienst und der IMS, der macht die Transformation nicht richtig. Ja, dann ja, stimmt das alles nicht. Wenn es dann auch produktiv ist. Alle Bilder falsch. Okay. Sonst noch Fragen? Ja. Zwei Vorträge vorher hörten wir etwas über ein Geopackage, das im Datenformat wo die Projektion mit drin steht, die jetzt ein Tool entwickeln, wo man quasi keins mehr angeben muss, weil es gibt ja einen externen Dienst, der das berechnet.
Könnte es vielleicht sein, dass das bei den Anwendern dann noch mehr in Vergessenheit gerät, dass man das eigentlich mit erfassen kann? Nein, überleg nur. Es ist vielleicht da eher eine Zwischenlösung. Also die Frage war, ob der Dienst nicht dazu führt, dass der Anwender noch weniger darüber nachdenkt, auch diese diese wichtige Meta-Information des Referenzsystems mitzuliefern. Naja gut, man kann, ja. Oder man sagt dem Lieferanten, die Projektion muss stimmen. Das muss halt dann passen. Und das hilft, also das ist halt immer die Sache. Da muss man Rücksprache halten, das passt nicht. Da kann das dann wirklich die Korrektur der Lieferung sein. Oder man korrigiert selber. Das ist natürlich. Ja, aber wie gesagt, das ist halt, ich kenne das durchaus auch aus der Praxis. Da kommen Leute mit Daten und die wissen gar nicht, wie die erfasst wurden. Das hat nämlich jemand anders vielleicht gemacht. Ja. Die sind da irgendwie offensichtlich vom Himmel gefallen oder mit irgendeinem Gerät erfasst worden. Und da ist dann schon mal eine Transformation gelaufen und man weiß nicht so recht. Wenn man da wieder rausgeht, dann stimmt es wieder. Ja, ich sage, es bleiben sicher noch gewisse Fragestellungen. Also. Aber es ist einmal so eine Idee. Ja, also für einzelne Länder, von, also Österreich, also man kann es auf meiner Seite schon runterladen, funktioniert es eigentlich, wenn man gewisse EPSG-Codes beachtet, funktioniert es eigentlich sehr gut. Und sonst muss man wirklich nochmal anrufen und sagen, was ist da los? Okay. Wäre es vielleicht auch denkbar, dass man sozusagen die üblichen Koordinatensysteme, also wenn ich jetzt denke, hier für Österreich hat man vielleicht ein paar etwas ältere Systeme, die verwendet wurden und man hat irgendwie aktuelle und man hat ETS 89 und WGS und UTM. Das wird sicherlich alles so auftauchen, dass man sozusagen so eine Prioritätenliste macht pro Region auf der Erde, was man wahrscheinlich findet. Ja, es gibt da Shapefile auf Special Reference, wo man eigentlich sowas runterladen kann, wo eigentlich die typischen Shapefiles als Polygone, typischen Projektionen pro Gebiet auf der Erde dargestellt sind. Also das ist ein Polygon, dort ist halt dieser FSG-Code wichtig, in Amerika sind es andere, es macht keinen Sinn für Österreich jetzt irgendwie südamerikanischen Projektionen zu prüfen. Also das macht da dieser Herr Erwin, der Working-Code hat das auch gar nicht, hat das schon berücksichtigt. Ah, ja. Er schlägt es auch vor, eben diese Shapefile auch in so eine PostGIS-Datenbank zu importieren und mit denen dann zu arbeiten, dass es auch schneller geht, weil sonst sind es natürlich immer gleich mal 2.000, 3.000 die prüfen. Das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Ja. Sonst? Gibt es sonst noch Anregungen, Fragen, Anmerkungen? Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja, danke. Und wir freuen uns natürlich, wenn das Open Source Software wird. Ja, ich hoffe, dass das dann verfügbar. Besten Dank.